Wie ein gutes WhatsApp-Profilbild deine Chance auf ein Date erhöht. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach, und auf meinem Kanal lernst du, wie du ferner vom Online-Dating und ferner vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Algorithmus-Kommentar. Warum es wichtig ist überhaupt, dass du ein sehr gutes, vorteilhaftes WhatsApp-Profilbild von dir in WhatsApp hochgeladen hast, liegt einfach daran, wenn du rausgehst, wenn du Frauen ansprichst, dann, sagen wir mal, sieht dich die Frau zum ersten Mal, die kennt dich nicht, die weiß gar nicht, wer du bist. Und im Nachhinein ist sie vielleicht ein bisschen unsicher. Das heißt, sie wird sich dann nochmal überlegen, soll ich ihn treffen oder nicht, dann wird sie eben in ihr Handy reingucken, sieht, oh, okay, schönes WhatsApp-Profilbild. Aber wenn hingegen ihr da so ein verkiffter Penner entgegenblickt, der sein Foto vor der Toilette aufgenommen hat, im schlechten Licht und noch als Selfie, ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Vor allem, was machen denn Frauen? Die werden gleich, nachdem sie angesprochen wurden, ihren Freundinnen sagen, hey, guck mal, weißt du, was mir gerade passiert ist? Da hat mich gerade ein Typ angesprochen. Und dann sagen die, echt, cool, zeig mal das Bild. Und wenn dein Bild so lala aussieht und ich schicke das, dann sagt die Freundin zu der du angesprochen hast, vielleicht, ja, ist ganz okay und so. Und dann ist sie vielleicht auch enttäuscht, weil sie nicht das positive Feedback von ihrer Freundin bekommt. Wenn hingegen du ein sehr schönes oder sehr gut aussehendes, vorteilhaftes WhatsApp-Profilbild drin hast, dann sagt die Frau, oh, das ist aber ein Süßer, da bin ich jetzt echt neidisch. Dann, ja, treff den, viel Spaß. Ich wünsche, ich würde auch mal angesprochen werden. Also es macht viel her, wie du eben rüberkommst. Und vor allem, weil da einfach die Vertrauensbasis nicht da ist, weil du ein fremder Mann bist, ist es umso wichtiger, dass du natürlich musst auch gut reden können, eine Frau ein Gespräch gut führen, gut flirten können. Aber eben, wenn es so auf der Kippe steht, weil die vielleicht auch nicht viel Zeit hat, mit dir zu reden, zu flirten, weil sie gerade weiter muss, dann sagt sie, okay, komm, lass Nummern austauschen oder du sagst es und dann gibt es nicht mehr als dieses Bild, was sie da noch zusätzlich hat und ihr bei der Entscheidung hilft, soll ich ihn treffen oder soll ich ihn nicht treffen. Also ist, denke ich, klar geworden, du verstehst, worauf ich hinaus will. Deswegen gehen wir jetzt mal darauf ein, was ein gutes WhatsApp-Profilbild ausmacht. Vermeide tendenziell Selfies. Du wirst sehen, ich werde meine eigenen WhatsApp-Profilbilder auch dir zeigen und bewerten. Manche sind auch als Selfie fotografiert, aber das passt trotzdem, das wirst du gleich sehen. Vermeide es aber tendenziell. Schau auch, dass gute Lichtverhältnisse da sind. Also versuch nicht irgendwie so im schlechten Licht oder mit einer schlechten Kamera das zu fotografieren. Du brauchst jetzt auch nicht keine professionelle Kamera. Du kannst auch gut mit dem Handy was machen. Bei den Bildern, die ich dir zeige, die ich gemacht habe, habe ich teils gemacht, teils mit einer professionellen Kamera, teilweise auch so. Und mach nicht nur 5, 6 Bilder und denk, okay, von diesen 5, 6 Bildern ist jetzt, muss ich eins raussuchen? Nein, mach 30, 40, 50, 60 Bilder, mach es an verschiedenen Tagen. Und manchmal ist es wirklich so, da gibt es dann 1, 2, 3, die richtig herausstechen, richtig geil sind. Und die anderen sehen auch nicht schlecht aus und so, lala. Du wirst ein Gespür dafür entwickeln und versuche mal verschiedene Posen aus in verschiedenen Situationen. Und was du natürlich immer vermeiden solltest, ist, dass du irgendwelche Grimassen ziehst. Ja, also sollst du nicht dieses typische Duckface machen, denn ja, das wirkt einfach nur ein bisschen kindisch. Genauso Poserbilder, also du solltest nicht oben ohne Bilder machen. Klar, du bist stolz darauf, dass du vielleicht einen guten Körper aufgebaut hast, aber wenn das so wirkt, als würdest du jetzt extra angeben müssen, es ist schlechter, viel besser ist, wenn die Frau dich dann kennenlernt und dann auf dem Date merkt, oh, der hat aber Muckis, oder wenn ihr euch dann auszieht, dann irgendwie indirekt darauf gestoßen wird. Genauso, was hier Autos angeht, bitte keine Bilder vor fetten Autos machen oder so. Das ist einfach lächerlich, da siehst du auch die falschen Frauen an. Und ein Großteil der Frauen will auch aufgrund dessen einfach abspringen. Habe ich hier noch etwas vergessen? Okay, starke Bearbeitung. Bitte auch nicht, die Frau soll dich so sehen, wie du bist. Du kannst mal einen leichten Filter drüber setzen, aber übertreibe es nicht. Also mach nicht so extreme Kontraste rein, sondern schau, dass es relativ unbearbeitet aussieht. Ansonsten kannst du natürlich Ganzkörperfotos machen. Was auch gut ist, sind amerikanische. Das heißt, es geht ungefähr da, wo deine Hosentasche, sag mal, und kurz unterhalb deiner Hosentaschen, wenn du dich von oben bis kurz unter den Hosentaschen fotografierst, das nennt man die amerikanische, ist auch eine gute Position, oder Porträtfotos. Vor allem empfehle ich dir, dass man dein Gesicht gut sieht, und je näher
Das ist das eigentlich umso besser. Warum? Weil dann sieht man mehr deine Emotionen, man sieht deine Ausdrucksstärke. Und wenn du ein Bild von weit weg machst, wie du was weiß ich, gerade auf Reisen warst und hinter dir sind die Berge und man sieht dich in klein, ist es vielleicht nicht so vorteilhaft. Ne? Ich meine, cool, die Frau sieht, dass du auch gerne reist, aber die will dich ja nochmal genauer sehen, vor allem weil du vielleicht nur 3, 4 Minuten mit ihr gequatscht hast. Und wenn du stattdessen ein Bild machst, wo du sehr, also das sehr scharf geschnitten ist und wo man dich sehr gut sehen kann von nahem, ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn es natürlich gut gemacht ist, dass dort auch was zurückkommt und die Frau dich auch treffen will. So, dann zeige ich dir mal kurz mal meine paar Bilder, die ich gemacht habe. Fangen wir an mit dem aktuellsten. Das ist ein typisches Selfie. Hintergrund ist nichts Besonderes. Habe ich aber trotzdem schon viele Komplimente dafür bekommen. Gut ist auch hier, dass das Licht von oben kommt. Und ja, das Bild ist selbsterklärend, auch mit den Fotos. Wir haben ja auch einen Style Coach bei uns im Programm, der kleidet mich auch manchmal ein. Da waren wir gerade shoppen. Dann habe ich noch ein Bild davon gemacht und das ist mein aktuelles Bild. Und da, wie gesagt, die Frauen reagieren gut darauf. Davor hatte ich dieses Bild hier drin. Das haben wir mit einer professionellen Kamera gemacht. Und bei diesem Bild hätte man theoretisch noch den Hintergrund ein bisschen verschwommener machen können, damit es noch ein bisschen hervorsticht. Aber auch hier, man sieht, dass es ausdrucksstark ist. Auch hier, das ist in der typischen amerikanischen fotografiert, also bis so zu den Hosentaschen quasi. Ja, wir haben den Ausschnitt noch ein bisschen kleiner nachbearbeitet, ich noch ein bisschen mehr in Szene gesetzt werde. Also du kannst auch in die Kamera schauen, theoretisch, kannst aber auch seitlich schauen. Das ist auch immer eine gute Pose, kannst du dir merken. Dann das hier war mein Bild davor mit dieser Russenmütze. Das hatte ich sogar über ein Jahr drin, selbst im Hochsommer. Ja, also auch ich schaue wieder nicht direkt in die Kamera, sondern seitlich, sehr gute Lichtverhältnisse. Hier hätte man theoretisch den Schatten unten noch rausmachen können. Aber ansonsten passt das. Stil ist gut. Ja, da hatte ich noch so eine Umhängetasche. Ist nicht jedermanns Sache, aber alles in allem sieht man, also es hat einen gewissen Ausdruck. So, daran solltest du dich orientieren, ja? Also an solchen Bildern. Dann hier habe ich eins noch auf Instagram, das hatte ich früher mal hochgeladen. Das solltest du zum Beispiel nicht per WhatsApp verwenden. Erstens hier das Gesicht. Ich schaue da zu ernst, zu verbissen. Und zweitens, klar, ich bin im Fitnessstudio und habe gute Muskeln aufgebaut. Und da war ich gerade in der Definitionsphase. Da kommen die einzelnen Muskelgruppen noch besser zur Geltung. Aber das ist halt so ein Bild, damit willst du nicht unbedingt Frauen imponieren. Klar, Frauen sehen das Muskeln hier und da, aber die denken, okay, hat das so nötig. Ich habe das mal auf Instagram einfach so hochgeladen, hatte eine Story dazu geschrieben, wie ich da eine Frau geklärt habe. Aber das war ja, wie gesagt, für mich oder für die Community und nicht für die Frauen. Dann haben wir hier noch eins, was natürlich nicht geht. Ja. Da war ich draußen und habe dieses Foto gemacht. Habe ich mich hingesetzt, Kaffee getrunken. Und meine Eltern haben mir geschrieben und ich habe ihnen das Bild zurückgeschickt. Ja, und auch hier, wie sehe ich aus? Hier habe ich hier diesen Pullover, ist mein Lieblingspullover, der hat nur 3 € gekostet vom Primark, aber den trage ich gerne. Und drunter noch so ein weißes Shirt, dann noch diese Jacke dazu. Also ich sehe da nicht so vorteilhaft aus, ja. Auch das Licht zu frontal. Das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Aber da gibt es auf jeden Fall bessere Fotos von mir. Also das ist zum Beispiel etwas, ein Selfie, was ich so nicht hochladen würde. Dann haben wir hier noch ein Bild und zwar hier genau das gleiche, wieder mit dem gleichen Pullover. Sogar noch ich habe so ein Kombi-Paket vom Primark gekauft, die Hose mit dem Oberteil. Ich trage das immer zu Hause. Und da noch die Crocs dazu. Also das ist jetzt nicht das Beste. Und das Bild habe ich einfach hier meinem Kollegen geschickt, weil er gefragt hat, was ich mache. Und ich habe ihm einfach ein Bild geschickt, dass ich gerade bei mir im Keller trainieren bin. Und ja, also auch hier so typische Poser, Fitnessstudio-Bilder sowieso nicht. Aber auch unabhängig davon sieht das einfach ja, nicht so optimal aus mit den Crocs und dem Anzug. Also es sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber ist jetzt nicht ein Bild, was ich so unbedingt hochladen würde. Hier habe ich noch mal eins, da war ich noch etwas jünger, das müsste vor 5, 6 Jahren entstanden sein.
So ein typisches Porträtfoto hätte man theoretisch noch ein bisschen näher ranzoomen können, damit man noch mehr sich von vorne sieht. Auch sowas immer sehr gut, ne? Mit schwarzem Hintergrund und du beleuchtet im Vordergrund. Sieht auch immer sehr schick aus. Also wenn die Frau sowas sieht, denkst du, oh, ist ein süßer, hübscher Typ, ja, den treffe ich. Ja, das kann ich dir empfehlen. Auf jeden Fall viel besser als im Vergleich zu dem hier, ne, was man hier noch sieht mit der, wo ich draußen dann chille, meinen Kaffee trinke und ein bisschen verballert aussehe und das Licht auch nicht so optimal ist, weil es einfach zu hell ist. Das sind quasi meine Bilder. Orientiere dich daran. Du wirst sehen, dass du dadurch auch bessere Ergebnisse erzielst, dass sich weniger Frauen abspringen und dich tatsächlich mehr Frauen treffen oder sich von sich aus Verflossene melden bei dir, weil du dein WhatsApp-Profilbild gewechselt hast. Du kannst also viel mehr aus deinen Bildern rausholen, als du denkst. Also siehst du die paar, die ich hatte. Auf den einen sehe ich ganz gut aus, auf den anderen so lala. Und so ist es auch bei dir, ne? Ansonsten, wenn einfach keine guten Bilder entstehen, frag einen Kumpel, der vielleicht Bilder von dir machen kann, oder nimm dir professionelle Hilfe. Ansonsten, wenn du bei uns im Programm bist, dann ist da eh noch, wir haben eine Kooperation mit dem Style Coach, der macht nochmal ein geiles Fotoshooting, kleidet euch ein. Also das könnt ihr zumindest upgraden, machen auch immer sehr viele. Das ist auch eine Möglichkeit, um an sehr gute WhatsApp-Profilbilder zu kommen. Und dann kann man die auch immer mal durchrotieren, muss nicht 2 Jahre jetzt das gleiche Bild drin lassen und dann hast du auch noch gute Klamotten. Ansonsten, wenn du sagst, hey, klingt alles schön und gut, aber ich komme nicht weiter, ich habe schon zu viele Videos angeschaut, Bücher durchgelesen, komme aber nicht vom Fleck, komme aus einer Ehe, bin ein bisschen eingerostet, komme aus einer Beziehung oder hatte allgemein zu wenig Dates in meinem Leben, möchte da was ändern, dann muss es nicht so bleiben. Du kannst dich gerne fürs kostenlose Erstgespräch bewerben, entweder unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem i, klickst einfach drauf, schickst Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir. Dann machen wir erstmal eine Ist-Analyse, schauen, wer bist du, was ist dein jetziger Zustand und wo willst du hin und was ist dein Potenzial. Und wer weiß, wenn es passt, dann arbeiten wir vielleicht schon bald gemeinsam zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.